Wer wird zweiter Sauberfahrer? Zweiter Sauberfahrer neben Nico Hülkenberg wird Gabriel Bortoleto. Und zwar, weil ich natürlich schon Lobbyismus für ihn betrieben habe, als noch Andrea Seidel am Steuer war. Er hat hoffentlich seinem Nachfolger Mattia Binotto so ein paar Notizen dargelassen. Sensationelles Talent in der Formel 2, wird gerne mal ein bisschen übersehen im ganzen Antonelli- und Berman-Rausch. Deswegen hoffe ich, dass er seine Chance dort bekommt. Auch wenn es von der politischen Konstellation her als McLaren Junior ein bisschen schwierig wird. Aber ganz ehrlich, was will McLaren aktuell mit einem Nachwuchsfahrer? Ja, also McLaren braucht keinen Nachwuchsfahrer, die haben zwei starke Fahrer, aber ich finde es lustig, dass du auch einen Formel-2-Fahrer nennst, denn ich würde mal Zane Maloney ins Spiel bringen, der in der Formel 2, glaube ich, gerade einen Rang hinter Bortoleto steht, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und der ist nämlich Sauber Junior seit Anfang des Jahres. Aber schon sein zweites Jahr. Ja, es ist sein zweites Jahr, das stimmt, aber immerhin, er konnte schon Rennsieg holen, er hat auch die Meisterschaft zwischendurch angeführt. Und also, worin wir in einer Linie sind, wir würden einen Rookie reinsetzen. Es gibt nicht viel zu verlieren bei dem Team. Genau, das wäre eben auch meine Argumentation. Also man hat Erfahrung, Konstanz mit Hülkenberg. Warum dann nicht beim zweiten Fahrer ein bisschen experimentieren und ja, einen jungen Fahrer reinsetzen? Ich habe gesagt Liam Lawson, wobei man natürlich nicht weiß, ob er bei RB unter Vertrag kommt oder nicht. Und man weiß auch nicht, wie fest er an die ganze Red Bull-Thematik gebunden ist. Aber prinzipiell Liam Lawson, warum nicht? Also ich glaube, dass man den bei RB sich schnell selber schnappen wird. Ich meine, da kommt eine Frage später noch dazu. Ich denke, Teamkollege von Nico Hülkenberg wird niemand anderes als Valtteri Bottas. Bisschen langweiliger meine Antwort als deine, aber ich glaube, ab und zu muss ich das auch ausgleichen. Der zweite Sauberfahrer ist ein schwieriges Thema. Jetzt, wo Carlos Sainz weg ist, ich fürchte wirklich, man ist am besten damit beraten, dass man jetzt sagt, okay, wir machen mit Valtteri Bottas weiter. Ist ein erfahrener Mann, setzt man den neben Nico Hülkenberg. Das Team wird nächstes Jahr keine großen Sprünge machen. Ich glaube jetzt nicht, dass man sich da unbedingt mit einem Rookie irgendwas antun müsste zum Beispiel oder jetzt einen Mick Schumacher da reinsetzen. Ich glaube, das bringt alles nichts. Also meine kurze Antwort darauf ist, es ist völlig egal, weil A, alles, was sie bekommen können, ist es wurscht, wer von denen fährt, ob Bottas, ob Joe, ob irgendjemand, der noch frei auf dem Markt zur Verfügung ist. Da ist nicht mehr wirklich das, was sie haben wollten. Schon gar nichts, was dem Anspruch eines Werksteams entspricht. Und auf der anderen Seite will auch da eigentlich momentan keiner hin, so wie die sportlichen Leistungen da aktuell aussehen. Denn da musst du wirklich in die Zukunft 26, 27, 28 schauen und investieren. So weit schaut da jetzt auch noch keiner. Deswegen sage ich, völlig egal, nehmen wir den besten Bottas. Das war ein Ausschnitt aus einem unserer längeren Talk-Videos, wo wir mehrere spannende Themen aus der Welt der Formel 1 und des Motorsport diskutiert haben. Und ihr könnt noch mehr davon haben, denn die anderen Themen gibt es auf unserem Hauptkanal Motorsport Magazin oder auf unserem MSM Talk-Kanal. Abonniert beide Kanäle, abonniert diesen Clips-Kanal und verpasst nie mehr etwas. Glocke aktivieren und viel Spaß dabei.